Heute schauen wir uns Homo Deus, eine Geschichte von morgen an. Willkommen bei Buchwissen, der Ort, an dem das Wissen kostenlos ist. Bist du gespannt auf die Zukunft? Dann lass uns einen Blick auf das werfen, was auf uns zukommt. Homo Deus veranschaulicht die Geschichte der menschlichen Rasse von der Frage, wie wir zur dominanten Spezies wurden, über die Narrative, die unser Leben heute prägen, bis hin zu den Hindernissen, die wir als nächstes überwinden müssen, um weiter zu gedeihen. So unergründlich es auch klingen mag, die Zahlen lügen nicht. Es ist wahrscheinlicher, dass wir durch Selbstmord sterben als durch Krieg, durch Fettleibigkeit als durch Hunger, durch hohes Alter als durch Armut. Noch erstaunlicher ist, dass wir es geschafft haben, all diese grundlegenden menschlichen Leiden in nur einem Jahrhundert in den Griff zu bekommen. Aber das wirft die Frage auf, was kommt als nächstes auf die menschliche Rasse zu? In Homo Deus versucht Yuval Noah Harari eine Antwort zu liefern. Nachdem er sich in seinem millionenfach verkauften Weltbestseller Eine kurze Geschichte der Menschheit ausführlich mit unserer Vergangenheit beschäftigt hat, wendet sich Harari nun der Zukunft der Menschheit zu. Nach einer kurzen Rekapitulation der Menschheitsgeschichte beschreibt er die Narrative, die wir derzeit verwenden, um uns einen Sinn in der Welt zu machen. Er skizziert auch, welche davon unseren Untergang bedeuten könnten, wenn wir nicht aufpassen. Hier sind drei Lektionen, die ich gelernt habe. Eine aus jedem Abschnitt des Buches. Erstens. Gemeinsame Narrative sind es, die es uns ermöglichen, in großem Maßstab zusammenzuarbeiten und so als Spezies zu dominieren. Zweitens. Das vorherrschende aktuelle Narrativ ist der Humanismus. Drittens. Algorithmen können uns irgendwann ersetzen, je nachdem, welches zukünftige Narrativ die Oberhand gewinnt. Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Aber bevor wir vertieft in die drei Lektionen eingehen, versichere dich jetzt, dass du Buchwissen subscribed hast. Der Ort, an dem das Wissen kostenlos ist. Lektion 1. Geschichten sind das, was uns zu dem stärksten Tier auf dem Planeten macht. Bei demokratischen Wahlen auf der ganzen Welt bemühen sich Millionen von Menschen, sich auf die Wahl eines Gruppenführers zu einigen. Sie sind einer der besten Beweise für unsere Fähigkeit, in großem Umfang zu kooperieren. Diese Fähigkeit ist das Herzstück, warum der Mensch das evolutionäre Rennen gewonnen hat. Aber wie haben wir diese Fähigkeit entwickelt? Laut Harari ist sie in unserer Kommunikation verwurzelt. Menschen haben seit Anbeginn der Sprache Geschichten erzählt. Da wir alle individuell entscheiden können, an welche Geschichten wir glauben, gewinnen die besten Geschichten. Im Laufe der Zeit sind wir intelligenter geworden und deshalb gewinnt auf lange Sicht meist die Geschichte, die uns als Ganzes am meisten nützt. Nehmen wir zum Beispiel die Religion. Damals im Mittelalter brachte die Geschichte des Katholizismus viele europäische Nationen in den Kreuzzügen zusammen. Sie gaben die Kriege auf, die sie untereinander führten, um einen größeren zu bekämpfen. Heute, 1000 Jahre später, erkennen wir, dass die Erzählung nur einem kleinen Teil der Bevölkerung diente. Deshalb wird die Religion in neueren Generationen langsam ersetzt. Aber durch was? Lektion 2. Die heute vorherrschende Erzählung ist der Humanismus. Früher, als die Welt noch weniger vernetzt war, bildeten sich Erzählungen natürlich regional aus. Aber heutzutage sind wir uns alle der vielen verschiedenen Religionen, politischen Bewegungen und Glaubenssysteme rund um den Globus bewusst. Dank des Internets ist es für viele offensichtlich geworden, dass es nicht die eine richtige Wahl für irgendeine von ihnen gibt. Das Ergebnis ist, dass die Geschichte, die die Welt heute beherrscht, der Humanismus ist. In diesem Weltbild ist der Mensch das zentrale Element und unsere individuelle Freiheit unser größtes Gut. Wir glauben an Wissenschaft, Rationalität, Fortschritt, Technologie und Selbstverwirklichung. Es gibt viele Varianten des Humanismus und es ist wichtig, sie alle zu respektieren, aber die am häufigsten gewählte ist der Liberalismus. Der Liberalismus ermöglicht es uns, den Humanismus im täglichen Leben auszudrücken, indem wir seine Ideen in spezifische Moralkodizes, Gesetze und politische Bestrebungen umsetzen. Selbst Kampagnen für eine bestimmte Sache, wie das Bewusstsein für den Klimawandel, weniger Müll oder die Umverteilung von Reichtum, sind oft nur liberale Narrative in Verkleidung. Die Frage, die bleibt, ist, welche Narrative in Zukunft entstehen werden. Derzeit zeichnen sich zwei große Trends ab. Lektion 3.
Alle unsere zukünftigen Erzählungen beinhalten Algorithmen, aber wenn wir nicht aufpassen, könnten sie uns ganz ersetzen. Seit ihrer Erfindung sind Computer schnell ein großer Teil unseres Lebens geworden. Oftmals effizienter bei der Ausführung von Aufgaben, ermöglichen sie uns mehr Komfort in vielen Bereichen. Algorithmen erleichtern uns die Arbeit, helfen uns bei der Überwachung unserer Gesundheit und tragen sogar zu unserer Freizeitgestaltung bei, indem sie uns mehr Möglichkeiten geben, uns auszudrücken. Es ist also nicht wirklich eine Frage, ob Algorithmen Teil unserer Zukunft sein werden, sondern nur wie. Zwei Trends, die Harari am Horizont auftauchen sieht, sind der Technohumanismus, oft Transhumanismus genannt, und der Dataismus. Der Transhumanismus argumentiert, dass der Mensch mit der Technologie verschmelzen sollte, um seine Fähigkeiten zu verbessern und mit der Macht der Algorithmen Schritt zu halten. Der Dataismus hingegen schlägt vor, dass wir aus dem Weg gehen und Algorithmen so mächtig werden lassen, wie sie von alleine werden können. Ersteres manifestiert sich bereits in der Militärtechnik, in der Leichtathletik und im Gesundheitswesen, aber es bedeutet auch, dass wir Teile von dem aufgeben, was uns menschlich macht, wie zum Beispiel Empathie. Letzteres könnte schließlich zu einem Szenario im Stil von Matrix führen, in dem die Maschinen uns loswerden, weil wir ihnen nur im Weg sind. Niemand weiß, welches Narrativ gewinnen wird und ob es überhaupt eines von beiden ist, aber eines ist sicher: Die Geschichte der Menschheit wird nie langweilig werden. Yuval Noah Harari ist zweifellos ein kluger Mann. Er begründet seine Argumente wissenschaftlich und seine anschaulichen Geschichten fügen sich zu einem stimmigen Bild zusammen. Wer viel Lob erntet, muss sich natürlich auch der Prüfung vieler Kritiker stellen. Manche mögen seine neueren Bücher, in denen er davor warnt, unsere Grenzen zu überschreiten, aber ich denke, seine Ideen sind immer eine Überlegung wert. Man mag nicht mit allem einverstanden sein, was er sagt, aber man kann auf jeden Fall eine Menge aus seinen Werken lernen. Homo Deus ist da keine Ausnahme. Unsere Welt verändert sich und wird sich weiter verändern. Unsere Geschichte als Spezies ist auf diesem Wandel und Fortschritt aufgebaut. Wenn wir unsere Geschichte besser verstehen und wie sie uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind, können wir eine sicherere Vorstellung davon haben, wo wir in Zukunft stehen werden. Bestimme die Tiefe deiner Abhängigkeit von digitalen Geräten. Kannst du einen Tag ohne dein Smartphone verbringen? Oder übernehmen Algorithmen bereits deinen freien Willen? Wie ist deine Meinung zu Homo Deus? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und denk dran, du kannst die Zusammenfassung noch einmal auf buchwissen.de kostenlos lesen.